Ich bin erst eine Woche in Paris. Aber ich habe mich schon in die Stadt verliebt. Meine neueste Entdeckung ist ein kleines Café, La Chandelle Verte. Ich bin sicher, die Kellnerin hat ein Auge auf mich geworfen. Der gute alte Stobbart-Charme, schätze ich. Ich habe ja keine Ahnung, wie brutal ich gleich aus meinen Träumen gerissen werden sollte. Als ich mich wieder aufrapple, bin ich stinksauer. Den einen Moment ist man noch im Urlaub, im nächsten jagt einen so ein Clown in die Luft. Ich weiß natürlich sofort, was ich tun muss. Ich werde diesen Clown finden und seiner gerechten Strafe zuführen, weil Gerechtigkeit wichtig war. Gerechtigkeit ist sowas Erhabenes, wie Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit. Deswegen habe ich doch schließlich Jura studiert, oder? Naja, und wegen der enormen Honorare natürlich. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baphomets Fluch. Und der Protagonist hat gewechselt. Und vor uns steht jetzt George Stubbart, der Amerikaner, ne? Der Jura studiert hat. Und der wohl dieses Abenteuer hier zusammen mit Nico erleben wird. Ja, wir sind in dem Café, in dem sich Plantin mit Nicole verabreden wollte oder verabredet hat. Er war ja schließlich da, wie wir gesehen haben. Ist immer noch da, aber liegt jetzt irgendwo da unten, unter der Einrichtung, vermutlich neben der Kellnerin. Und ja, und hinten wird einfach weitergearbeitet, ne? Paris als Stadt der Anarchie, das stört den Bauarbeiter nicht, dass hier eine Bombe hochgegangen ist. Und wie ich das so sehe, im Fernsehen da hinten lief wohl gerade Baywatch, ne? Kann das hinkommen? Gut. Hat er ein Inventory? Gucken wir jetzt mal rein. Nee. Kann er überhaupt irgendwas machen? Hallo? Stopp. Keine Bewegung. Hey, nicht schießen. Ich bin unschuldig. Ich bin Amerikaner. Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Waffen fallen lassen und runter auf den Boden. Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Mouy. Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Oh non, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts, zum Café. Marché. Was für ein Anblick. Ah, die Kellnerin lebt noch. Die Explosion ist schrecklich, nicht wahr? Hören Sie damit auf, Monsieur. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouy? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite. Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich totstellte. Na egal. In diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Ziemlich sehr Kümmern tot. Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Et maintenant zum Geschäft. Ihr Name bitte? George Stubbart. Ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stubbart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, no? Ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? Ja, natürlich, haben wir gesehen. Ja, habe ich gesehen. War er allein? Ja. Und sprach er mit Ihnen? Nein, die Kellnerin interessierte ihn viel mehr.
Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? Ja, so ein Typ mit einer Clownsmaske, ne? Ja, da war so ein Typ, der wie ein Clown gekleidet war. Er trug ein Akkordeon. Ein Akkordeon? Bon, das Bild formt sich in meinem Kopf. Und es ist nicht sehr hübsch. Ist das Mädchen in Ordnung, Moe? Oh, sie wird's überleben. Oh. Sie bestätigt die Aussage des Amerikaners. Ein Clown mit einem Akkordeon. Zweifellos eine raffinierte und exzentrische Verkleidung. Zweifellos. Eh bien, ich habe genug gehört. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs. Und meine persönliche Sicherheit, können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben? Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Tipp. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Danke. Das wäre alles. Sie können gehen. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte. Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Ah, sieh an. Frau Clotard betritt den Tatort. Ja, wir sind darüber gelaufen. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich untersuche die Glasscherben, die den Rest des Fensters bildeten. Stimmt, das Ding ist kaputt. Ja, ich glaube, mehr hätte ich jetzt auch nicht rausgekriegt aus dem Café. Ich untersuche. Ja, das wissen wir. Wir sehen, wird wahrscheinlich Fotos machen, bis der Film leer ist. Wir quatschen mal. Jean Mouet? Oh, Monsieur Stoppard. N'est-ce pas? Das stimmt. Sie erinnern sich also an mich? Die Speicherung solcher Daten ist Teil meines Berufsbildes als Gendarme. Denn nur so bekämpft man Verbrechen wirksam. Durch die Beachtung aller Details, nicht durch Intuition. Ja, klar, sicher. Ja, genau. Ob er die Telefonnummer hat von ihr? Was macht Rousseau mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet. Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. Und was ist mit dem Opfer? Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen, Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Was ist das hier? Sehen Sie hier, Sergeant. Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Das macht er möchte, immer. Dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Hexerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist da der Unterschied? Wir bringen keine Menschenopfer dar. Ach, das ist ja beruhigend. Ja, ich denke, das war's dann irgendwie. Ich kann bis bald, Sergeant. Raus aus dem Dialog. Der Sergeant ist ein mickriger Mann, der einem kopflosen Huhn gleicht. Ja, kopflos rasiere ich auch die ganze Zeit im Kreis, ne? Wir kommen da nicht rein, ne? Blöd, hätten wir vielleicht eben machen sollen. Was ist hier? Das ist unser Tisch, die ne? Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Dann schaffen wir mal bei...
Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen, aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Da ist was dran. Hier liegt noch irgendein Krempel, den können wir... Meine Zeitung hat sich um den Laternenpfahl gewickelt. Nehmen wir mal mit. Assistant Bruder de Bär, La Nation Etat de Choc. Salah Eddin. Aha. Was steht denn da? Also, brutaler Mord und die Nation ist schockiert. Das kann ich gerade noch lesen, ne? Unser guter Pierre. Hallo? Die große Story handelt von dem brutalen Mord an einem französischen Medienmogul, der kaltblütig niedergeschossen wurde. Der Kerl strotzt vor Selbstvertrauen, wie ein echter französischer Staatsmann. Strotzt vor Selbstvertrauen. Professor Oswald? Prix Nobel? Passage de Pourdonné? Encore. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Hier noch was? Nein? In der Kolumne dreht sich alles ausschließlich um Gerüchte, Gerede und Sensationsgier. Und Sensationsgier. Und hier steht ein Name. Salah Eddin. Mir fällt der Schriftzug am unteren Seitenrand auf. Dort steht Salah Eddin, 1345. Ja, Gut, damit hätten wir die Zeitung gelesen. Die Messe wäre gelesen. Und, Auf der Karte steht Augustin Rousseau, Inspekteur de Police. Er wohnt südlich des Friedhofs von Montparnasse. Er kennt sich ja gut aus dafür, dass er hier Tourist ist, ne? Und Amerikaner. Eine Pariser Tageszeitung. Eine von der Sorte, die ihren Inhalt mit Sex, Skandalen und Sportergebnissen bestreitet. Naja, die Medienlandschaft in Amerika ist ja jetzt auch nicht der Hit, würde ich mal sagen. War vielleicht damals besser. Wir können hier nichts mehr machen. Ja, mit dem quatschen wir nicht nochmal, der war so. Dann sprechen wir mal mit der auffällig fotografierenden Brünetten hier. Das Mädchen tut zwar selbstsicher, wirkt hinter dieser Maske jedoch eher bockig. Ein Eindruck, den man eigentlich eher bei einem jugendlichen Straftäter erwarten würde. Ja, also einen amerikanischen Akzent hat er ja jetzt nicht irgendwie, unser George. Also irgendwie ein Akzent hat er, aber keinen amerikanischen. Ja, komm, dann hier. Verzeihung, Mademoiselle. Sprich sie mal. Hallo, ich heiße George Stobbett. Oh, ein Amerikaner, so wie sich's anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Du warst hier, als die Bombe hochging? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Ja, kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht mit ihm verwandt? Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard von La Liberté. Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas, du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du, Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott, er hat wieder zugeschlagen. Aha, ja, da haben wir ja viel zu bequatschen hier. Fangen wir mit Plantard an. Wer war der Typ, den du treffen wolltest? Sein Name war Plantard. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten. Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte.
Es sei denn, du hättest Rousseaus Gabe der parapsychologischen Befragung. Ja. Wir können nochmal nach Plantard fragen. Woher hat Plantard deinen Namen? Über die Zeitung La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Irgendwie muss der Clown von unserer Verabredung gewusst haben. Ja, ja, da... Jetzt gucken Sie mich so erwartungsvoll an. ja, jetzt nicht mehr. Ja, der weiß halt eben alles. Der gute... wie heißt er noch? Maskenmörder? Reden wir mal über... Wie heißt er noch? Hier unser Chefermittler. Kennst du einen Polizeioffizier namens Rosso? Rosso? Unsere Wege haben das Geschick, sich öfters zu treffen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist Absicht. Hast du Rousseau gesehen? Ist er hier? Er ist drin, versucht gerade eine Zeugin mit seinen psychologischen Kräften auszufragen. Was? Der Typ ist seltsam. Ja. In der Tat. Und jetzt mal zum Clown. Hast du den Clown jemals zuvor gesehen? Ja. Das ist... Als Pantomime. Eine lange Geschichte. Ich habe viel Zeit. Ich nicht. ja, nochmal zum Clown. Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen? Warum möchtest du dich da einmischen? Weil er mich fast getötet hätte. Ist das nicht Grund genug? Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal, ich gebe dir meine Telefonnummer. Du hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vornherein klar ist, das ist rein geschäftlich. Okay, abgemacht. Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. A bientôt, Monsieur. Gut, ich... bis bald. Jetzt haben wir doch gar nicht über die Gegenstände gequatscht. Ey. Wir hätten über die Zeitung mal reden können, aber irgendwie... Was? Das Café ist explodiert. Sie hat mir ihre Telefonnummer verraten. Kann ich die jetzt anrufen? Weiß nicht. Und wir latschen jetzt durch die Gegend, können wir jetzt mal... Ich untersuche die Glasscherben. Nee, Tatort gibt auch nichts her. Ja, komisch, ne? Dass wir mit ihr nicht über die Gegenstände hier reden konnten. Also, ich meine, die wurden ja angezeigt, aber... Naja, wir haben keine Möglichkeiten mehr. Hier können wir nicht rein. Der wird uns auch nichts Neues sagen, oder? Entschuldigen Sie, Sergeant. Was wollen Sie diesmal? Ich weiß, wer der Ermordete ist. Sein Name war Plantard. Ah, wirklich? Kannten Sie ihn also doch? Nein, aber... Wir werden schon bald genug alles wissen, was es über ihn zu wissen gibt. Genug? Ich versuche nur, Ihnen zu helfen. Das können Sie am besten, indem Sie einfach nach Hause gehen, Monsieur. Und ich habe eine Zeitung gefunden. Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergeant. Das, Monsieur, ist doch wohl eine Tageszeitung. N'est-ce pas? Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf. Salaheddin 1345. Ah, aha. Das wirft Sie aus dem Sattel, was? Ich bin noch niemals in meinem Leben, wie Sie es auszudrücken belieben, aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur. Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, no? Salaheddin, der Clown? Das glaube ich weniger. Ja, damit wäre diese Konversation wohl beendet. Hier kann man nicht rüber. Die Litfaßsäule können wir uns auch nicht näher ansehen. Ich nehme das übrigens am Internationalen Frauentag auf, ne? Nur so am Rande. Gehen wir mal zu dem Bauarbeiter. Der lässt sich doch gar nichts aus der Ruhe bringen. Was hat er denn da stehen? Ein zerbeulter Werkzeugkasten aus Metall. Den wollen wir mitnehmen. Vielleicht die Rohre auch noch. Und da können wir reingehen.
Ah, Monsieur. Der muskulöse Straßenarbeiter trägt eine Miene zur Schau, die auf 5 Meter Entfernung deutlich besagt, lasst mich in Ruhe, ich habe zu tun. Wir probieren es trotzdem mit unserem amerikanischen Charme. Hey, Sie da! Ich dachte, Sie wären im Knast. Nein, das war ein Missverständnis. Als der die Knarre rausholte, boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie? Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist. Sie? Ein Terrorist? Ha! Hat wohl nur seine Pflicht erfüllt. Wir fangen mal hiermit an, nicht, dass es wieder hops geht, ne? Die Zeitung. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen. Ich habe gerade mal 10 Minuten und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das. Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei. Pah, es ist unglaublich, diese verdammten weichherzigen Liberalen. Pft. Die Delfine retten? Fangen und aufessen, das ist meine Meinung. So ein Theater wegen ein paar Fischen. Oha, das ist schon besser. Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß? Wie Sektkorken, no? Ah, was ist denn das? Salah Eddin läuft beim großen Preis vom Arc de Triomphe. Ist das ein Rennpferd? Ein Pferd? Eine Legende, mon ami. Schnell wie der Blitz ist sie. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. Was ist mit Ihrem Werkzeugkasten? Vergiss es, Kumpel. Bedien dich. Kommt der nochmal wieder? Knete auf die Stute setzen. Ein zerbeulter Werkzeugkasten aus Metall. Wir dürfen uns bedienen, ne? Ich finde ein T-förmiges Werkzeug im Kasten. Keine Ahnung, was das sein soll, aber es sieht nützlich aus. Sofort setzt Musik ein? Was haben wir denn da? Die Zeitung haben wir nicht mehr, aber wir wissen jetzt, dass es ein Rennpferd ist. Ein Metallstab mit einem Griff am einen und einer kurzen Querstrebe am anderen Ende. Très intéressant. Was mag das sein? Ein Metallstab mit einem Griff am einen und einer kurzen Querstrebe am anderen Ende. So eine Art Kurbel, oder wie? Ja. Und hier? Ein großes Bauarbeitertelefon, das verdammt schwer aussieht. Ach, ich kann Sie anrufen. Dann machen wir das mal. Die gute Nicole beim Bilderentwickeln. Hallo, Stern. Nicole Collard? Hallo, hier spricht George. Oh, hallo. Tja, irgendwie hatte ich kein Glück. Du hast nichts rausgefunden? Genau. Hör mal, ich bin gerade sehr beschäftigt. Ruf mich an, wenn es etwas Neues gibt, okay? Oh, na sicher, geht klar. Adieu, Monsieur. Bis bald. Ja, gut, das war also so semi-erfolgreich. Hier kann man nicht rüber, da kann man da rüber. Mal gucken, ich sollte ja auf den Schuppen hier aufpassen, fällt mir gerade ein. Auf die Grube. Kommt der nochmal wieder? Hier ist eine Tür. Eingelassen in das riesige Tor ist eine kleinere Zugangstür. Und warum will er jetzt da rein? Die Tür ist fest verschlossen. Sehr beruhigend. Und der mit der Knete und der Stute? Ein großes Bauarbeitertelefon, das verdammt schwer. Ja, wann kommt denn der Typ ist wieder? Können wir jetzt da mal reingehen? Ich untersuche die. Nee, sind wir nur die Glasscherben. So,
Geräusch ist die Tür aufprescht, oder was? Oder soll ich das Ding hier mit der Tür benutzen? Ich weiß noch nicht warum, aber ich mach's einfach mal. Nee, macht keinen Sinn. Habe ich mir aber gleich gedacht. Und ja, so manchmal lässt das Spiel einen doch irgendwie ziemlich hängen, ne? Ich gehe da einfach mal rüber. Mal gucken, wie weit er kommt. Ah, das setzt kein Scrolling ein. Ja. Was ist das für ein Gehupe die ganze Zeit hier? Also hier. Ah, da geht noch was. Oh, ein Hinterhof. Der Clown ist in diese Gasse geflohen. Aber jetzt ist er verschwunden. Ich bin neugierig auf Nico und das, was sie mir über die Explosion erzählt. Ja, wieso? Wir waren doch dabei bei der Explosion. Hier hat's einen. Das Regenrohr sieht so aus, als ob es mein Gewicht tragen könnte. Genau, ein Fallrohr haben wir da. Und hier ein Gitter. Ja, warum soll man das aus der Wand reißen? Hier eine alte, zerbeulte Mülltonne. Ja, da gucken wir da jetzt mal rein. So als Tourist in Amerika. Es riecht, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte. Also, nicht so erfolgreich. Hier haben wir noch einen Gullideckel. Eine Eisenplatte, die den Eingang zu einem Kanalisations- oder Abflussrohr versperrt. Haben wir dafür vielleicht das Werkzeug? Das könnte ja so ein Hebel sein dafür. Machen wir aber gleich. Wir haben ja noch jede Menge Müll zu durchwühlen. Eine alte, zerbeulte Mülltonne. Die obligatorische Katze an der Mülltonne. Hier haben wir noch ein Fallrohr, aber das ist... Da haben wir noch was. Eine Plastikkiste. Ach, wie toll. Hier gibt's nichts Interessantes. Vor allem nichts Interessantes. Ja, dann bleibt nur das Regenrohr, ne? Ich hole tief Atem und beginne, das Regenrohr hochzuklettern. Ich nehme an, dass der Clown über die Dächer getürmt ist. Na, ich nehme an, dass er hierüber getürmt ist. Können wir das irgendwie öffnen, oder? Oh. Der Deckel ist zu schwer und unhandlich, als dass ich ihn ohne Hilfsmittel aufbekäme. Tja, deswegen haben wir eben mit dem netten Bauarbeiter gesprochen. Dann nehmen wir mal dieses Ding und versuchen mal unser Glück. Ach! Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal läge. Was hat denn der da erwartet? Ein Eingang zum Louvre oder wie? Ja, also guck mal. Der klettert bestimmt auch gleich da rein. Ja, ich hab's doch gesagt. Oh lala! Hier liegt ein Krempel. Ein glänzender roter Plastikball, der aus unerfindlichen Gründen auf dem schlüpfrigen, mit grünem Schleim bedeckten Boden liegt. Haben wir sonst noch was? Kann man uns jetzt hier durch die Kanalisation schlagen irgendwie? Da hinten geht's weiter, ne? In der Tat. Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden sollte. Es ist die rote Nase des Clowns. Oh. Die Nase ist hohl.
Auf der Innenseite steht Larisée du Monde, Paris. Eine knallrote Plastiknase, Teil von einem Clownkostüm. Ja, aber wir gehen da nochmal hoch. Ne, unser Bauarbeiter ist weg. Oder taucht er wieder auf? Weil der wollte schon noch was fragen. Na dann setzen wir die Ermittlungen mal hinten weiter fort. In unserem lauschigen Abwasserkanal. Ja, geht das ein bisschen schneller? Komm, du hast das doch schon mal geübt. Du weißt ja, wie das geht. Sonst ist hier nichts, also. Da, bitte. Hier ist was, da ist was. Spannende Konstruktion, ne? Also ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber so sieht's da bestimmt nicht aus. Was liegt denn hier? Das ist ein nasses, zusammengeknülltes Papiertaschentuch. Das können wir uns doch nicht entgehen lassen. Ich hob das nasse Taschentuch auf. Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Ach ja, und? Verrät uns was? Das aufgeweichte Tuch aus dem Rinnstein. Ist ja... Und hier? Das ist ein kleiner Stofffetzen, der an einem rostigen Haken festhängt. Den können wir mitnehmen? Ich nehme den Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab. Erläutert wirklich auch das Offensichtliche hier. Das ist ein Stofffetzen, den ich im Rinnstein gefunden habe. Können wir da hoch? Der Sonnenleiter, da können wir nicht hoch. Sonst noch was? Kommt jetzt in der Baugrube raus? Das wäre ja lustig. Hier ist sonst nichts, würde ich sagen. Dann klettern wir mal hier hoch, wer weiß, wo das endet. Hallo. Bleib genau da stehen! Du Kardinal! Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich. Wovon reden Sie? Sie sind eingebrochen. Kommen Sie sofort da raus! Das versuche ich ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay, okay. Also, was hatten Sie da zu suchen? Telefon? Ich suche den Clown. Lächerlich. Soll ich Ihnen das etwa wirklich abkaufen? Er hat eine Bombe gelegt in einem Café. Er hat es hochgejagt. Was? Das Café? Hochgejagt? Mon Dieu! Das ist schrecklich. Und Sie sagen, der Täter war als Clown verkleidet? Das stimmt. Er hat das Café in die Luft gesprengt, ist in die Kanalisation geflohen, hat sich umgezogen und ist hier herausgekommen. Mon Dieu! Dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe... Glauben Sie, er und der Clown sind ein und derselbe? Naja, also daran habe ich schon gedacht. Das erklärt immer noch nicht, was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso gut sein Komplize sein. Oh nein, ich bin ein einfacher Tourist. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pigalle. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Sehenswürdigkeit sind. Ach ja, den können wir jetzt ja richtig in die Mangel nehmen. Ich frage mich aber, wo wir hier gelandet sind. Ist das, er hat so eine Art Uniform an. Ist das ein Hotel oder ist das der Concierge? Koffer? Blondin? Blondie? Und Clown? Ja, hier mit dem Krempel, da brauchen wir wahrscheinlich nichts zu fragen, ne? Obwohl. Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Die habe ich noch nie im Leben gesehen. Na gut. Und das Tuch hier? Was sagt Ihnen dieses Tuch? Nichts, Monsieur.
Das ist einfach abstoßend. Abstoßend? Warum zum Henker zeigen Sie mir dieses Zeug? Jemand hat da seine Nase geputzt. Ne, Sipa? Ja, und dieser Stoffwitz? Erkennen Sie dieses Material? Ich erzähle Ihnen überhaupt nichts. Erkennen Sie dieses Material? Ich erzähle Ihnen überhaupt nichts. Aber wir können es nochmal anklicken. Koffer. Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Darauf habe ich nicht geachtet. Also verschwinden Sie jetzt, oder muss ich die Polizei rufen? Naja, ein paar Polizei rufen. Ja, kann ich. Habe eine Visitenkarte, kann ich ja selbst machen. Plantard will er nicht kennen. Oder? Nee, woher auch? Jetzt wären wir wieder beim Clown. Fragen wir mal nach Blondie hier. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie ist doch nicht etwa verletzt, oder? Nein, es geht ihr gut. Dem Himmel sei Dank. So ein armes kleines Ding wie die ist ja nie sicher, solange sowas wie sie auf den Straßen rumläuft. Verstehen Sie mich denn nicht? Ich bin kein Gangster, ich bin ein amerikanischer Tourist. Das behaupten Sie. Richtig. Und der Clown? Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Was gibt es da groß zu erzählen? Ein typischer Verbrecher. So wie Sie. Also ein Amerikaner. Und... Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Wer ist das? Der Mann, der in der Explosion umkam. Ich werde den Schuldigen zur Strecke bringen. Ich werde ihn finden, und wenn ich in jeden Gully, in jeder Stadt in Europa kriechen muss. Dann hätte ich das vor. Sie brauchen ein paar vernünftige Stiefel. In den Tretern werden Sie nicht weit kommen. Ja, interessant, ne? Also, wir können den Dialog noch nicht mal beenden. Wir müssen hier weiterfragen. Der Stoffwetzen? Erkennen Sie dieses Material? Ich erzähle Ihnen überhaupt. Das wissen wir schon. Ne, erkennen Sie diese... Damit habe ich den Gullideckel geöffnet. Genau, wie ich's mir gedacht habe. Sie hatten irgendwelche schmutzigen Geschäfte vor... Da unten, in der Kanalisation. Stimmt's? Ja, ja. Wenn ich ausgerutscht wäre, hätte ich die schmutzigen Geschäfte der Pariser Bevölkerung näher kennengelernt. Aber sonst, nein. Ja, ja, ein Geschäft mit einer Stute und einem... Und der, was war das? Knete, ne? Visitenkarte? Vielleicht möchten Sie einen Blick auf meine Karte werfen. Was ist denn das? Inspekteur Augustin Rousseau? Was heißt das hier? Morddezentral? Morddezernat. Die Tinte ist etwas verschmiert. Dann sind Sie also kein Tourist. Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Wissen Sie, ich hatte gleich so ein Gefühl, dass Sie irgendwie anders waren. Es ist Ihre Gestik, Ihre Haltung. Oh ja! Diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes, einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war in der Armee, wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur? Dann ist er vielleicht ein Kamerad von unserem guten... Pierre, ne? Der hat ja auch in der Wüste um sein Leben gekämpft. Also kommen wir nochmal zum Stoff hier, Kollege. Sagt Ihnen dieses Stück Stoff irgendwas? Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen. Und die Jacke ist jetzt wo? Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie hier? Nein, Monsieur. Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen. Also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Eine Schande. Denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Ja, aber da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett. Ja, der wäre ganz hilfreich für mich. Wo haben Sie die Jacke hingebracht? Ich habe sie einer herumziehenden Zigeunernäherin gegeben. Ich habe auch immer so ein Glück. Ja. Und der...
Was kann er noch dazu sagen? Vielleicht hat er sich ja den Schneider gemerkt. Steckte noch irgendetwas in den Jackentaschen? Nicht ein einziger Sou. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, sagen Sie es mir. Er hat das Clownskostüm ausgezogen und sich ganz raffiniert als normaler Passant verkleidet. Tja, sieht ja so aus, als hätte ich es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Wir können noch mehr zu der Erke fragen. Wie lautete der Name auf dem Etikett? Irgend so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich. Können Sie sich an die Adresse erinnern? Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer. Die hat er sich gemerkt? Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74 98 0 8 59. Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein? Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe. Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht. Das ist einfach unglaublich. Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt. Bekomme ich eine Belohnung? Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung genug. Da bin ich ja froh, dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahlen muss. Ah ja, das ist ja gleich viel kooperativer hier, der gute... Wer auch immer. Kommen wir nochmal zum Clown. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenhyänen anzulegen. Ja, ja, ich verstehe schon. Monsieur Rambeau. Okay. Und der Koffer? Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Ach, die Aktentasche. Aber ja, sicher. Hielt sie an sich gedrückt wie ein kleines Baby. Die gehörte seinem Opfer. Was glauben Sie, was da drin war? Drogen? Gestohlene Juwelen? Das weiß ich auch nicht, aber zumindest glaubte der Mörder, dass es mehr wert sei als ein Menschenleben. Nichts ist so viel wert, Monsieur. Ja, das spricht ja von... ja gut, als Soldat ist diese Aussage vielleicht ein bisschen fragwürdig. Kommen wir nochmal zu Blondie. Hat er von der vielleicht auch die Telefonnummer im Kopf? Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Die verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Ja, ich kenne sie. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor 6 oder 7 Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die ihr Besuch für mich bedeutet. Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre. Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet? Die Fußnägel schneidet. Très belle. Très bon. Und jetzt kommen wir nochmal zu Plantard. Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Und jetzt haben wir den Erlösen. Blauen Pfeil. Ich muss jetzt wieder los. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Bürger von Paris können heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Wirklich? Ich habe nur meine Pflicht getan, Monsieur. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Bien sûr. Und damit wackelt er an der merkwürdigen Ente. Also ist der Clown über die Kanalisation abgehauen, auf dem Vorplatz wieder aufgetaucht und dann hier in die Straße geschlüpft. Es ist nicht viel, aber immerhin mehr als die Bullen haben. In der Tat, wir waren erfolgreich. Da müssen wir ihn gar nicht mehr befragen. Ich glaube, so viel kann er uns auch nicht erzählen. Ja, wir sind ein gutes Stück schlauer mit unserem guten George und damit möchte ich mich aus der Folge verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.